So, Freunde, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ihr seht, ich habe einen neuen Zehner in der Garage. Nicht nur einen, sogar drei. Na, eigentlich vier. Aber der eine ist eigentlich nicht so besonders, dass ich den zeigen müsste. Vielleicht werde ich da mal eine Spaßrunde drehen. Erstmal kurze Info, dass das jetzt ein bisschen länger gedauert hat mit dem nächsten Video. Und zwar lag ich die ganze Woche flach erstmal, war krankgeschrieben. Stimme war nicht wirklich da, Kopfschmerzen und so, kennt ihr ja alle. Musste ich auch mal eine Auszeit nehmen, deswegen hoffe ich, ihr versteht es. Ja, E100, jetzt endlich auch in meiner Garage angekommen. Naja, obwohl das jetzt endlich auch jetzt in meiner Garage angekommen. Ich verstehe jetzt auch warum. Panzerungstechnisch, ja, wenn du das Modell aufrufst, denkst du hier, orange-rot-gelb dominiert das ganze Ding. Ja, es sieht schön aus, als was es wirklich ist. 250 mm habt ihr nur auf der Frontplatte, 250. Die ist nur leicht angeschrägt. Also so ein E4 mit Premium, so ein E4 mit AP oder E3 mit AP reicht eigentlich schon, um euch da frontal, wenn ihr gerade zu dem steht, durchzuholzen, weil die Neigung, die der da hat, die reicht nicht wirklich aus, um das zu bouncen. Da kommt ihr vielleicht, ja, warum müsst ihr jetzt lügen, vielleicht auf 270, vielleicht auf 280, wenn ihr gerade vor dem steht, mehr wird's nicht. Da müsst ihr schon wirklich mit Winkeln so arbeiten, dass die Spitze so wegen zum Gegner schaut. Dann wird aber die Seite, die hier nur 150 hat, auch wieder schwächer. Weil ihr haltet die ja dann auch wieder mehr zum Gegner. Also es ist ein Spiel mit Würfeln einfach. Pennt ihr euch nicht. Unterwanne auch 150 mm. Die Oberwanne recht stark, da kann man nichts sagen. Aber wie gesagt, Turm ist halt wirklich wie ein Viereck aufgebaut. Kennt mittlerweile jeder. Entweder hat er genug Pen auf der AP und holzt euch da frontal durch, oder er lädt auf Premium und dann schießt er euch sowieso durch, egal wie ihr anwinkelt. Also, wenn man es natürlich übersteil anstellt, dann kann man auch die Premium-Kugeln zum Bouncen bringen, aber ich will jetzt hier nicht wirklich das Glück verschreien, dass ihr dann alles mit Anwinkeln abwehrt. Also, das ist unmöglich mit dem Teil und das wird euch auch nicht gelingen. Der Panzer wird sowieso bald noch in einem Ranking bei mir auftauchen. Ja, sonst an sich eigentlich die Wanne auch mit Spaced Armor hier abgesichert, also zum Sidescrapen recht gut, wenn ihr den Turm dann beim Sidescrapen auch ein bisschen anwinkelt, dass die ersten Schüsse bouncen, bis ihr euren dann anbringt, weil ihr dann genau auf den Gegner schaut, solltet ihr recht gut zurechtkommen. Recht gut zurechtkommen, ja. Die Wortwahl war wieder einwandfreie Sahnespitzeklasse. Ja, an sich sonst richtig breite Ketten, damit kann man mit der Wanne schön wiggeln. Die fangen auf jeden Fall ein paar Kugeln ab, das habe ich jetzt schon mittlerweile gesehen. Ansonsten Unterwanne auch mega schwach, da wird auch schwierig, da Schüsse abzuwehren. Und auch wenn ihr die schräg stellt, erste Kettenrad hier vorne, ist so eine Schwachstelle, die liebe ich gerne bei Britenpanzern. Weil allgemein finde ich die Britenwannen sehr schwach. Und bei mir 100 ist es dieselbe Krankheit so ein bisschen, wenn da die richtigen Gegner vor euch stehen oder die kompetenten Leute, die schießen euch ins erste Kettenrad für Schaden und tracken euch dadurch noch, also auch mit Vorsicht zu genießen. Ja, ansonsten richtig heftig großer Klotz, so 400 Meter Basissichtweite, das ist ganz solide, 30 km/h, ja, geht für einen Super Heavy auf jeden Fall klar. 20 Sekunden Standard Reload Time mit der großen jetzt. Ja, für 750 Alpha, sage ich mal, geht auch okay. Ich sag, ihr habt auch noch eine 12-8er zur Verfügung. Die kleine Kanone mit 246 Pen auf der AP, 311 auf der APCR, da habt ihr APC. Auf der großen habt ihr Heat. 490 Alpha, Zielauffassung 2,9, Genauigkeit 0,38. Jetzt auch nicht so verkehrt, also meine beste Runde war bis jetzt meine erste Runde, da habe ich auch direkt das M drauf gemacht und Stahlwand mit 5000 geschossen und 5000 abgewehrt, war mit der Kleinen ganz lustig, muss ich sagen. Die Große jetzt mittlerweile, seitdem ich die habe, laufen die Runden so, wie man es für einen E100 erwartet, HP-Pool ohne Ende, ihr werdet abgefahren bis zum geht nicht mehr.
246 Pen auf der AP, 334 auf der Heat, 750 Alpha, 85 Pen auf der HE mit 59 Alpha, kann man vielleicht mitnehmen ein paar. Muss man dann selber wissen. Zwei neue Zielauffassungen, Genauigkeit 0,4, also ein Ticken schlechter geworden. Aber ich sag mal, Zielauffassung bleibt, Genauigkeit 0,02 schlechter für so ein großes Kaliber, dann ist, denke ich mal, verzeihbar. Mein Loadout 30-16-4, Lüftung, Ansetzer Stabi, um Gun Handling Reload nochmal zu boosten. Ist jetzt, wie gesagt, nicht wirklich das Präzisionswunder hier, der selbst im Nahkampf mal gerne Schüsse versemmelt. Rationen, kleines Rap-Kit, kleines Mate-Kit, standardmäßig erstmal so drinne. Und ja, ich würde sagen, lasst euch einfach überraschen von den Runden. So, Freunde, wir sind auf Ruinberg, Winter, Teamzerstörung. Erste Runde im E100. Relativ große 10er-Lobby. Und wir fahren jetzt hier probeweise noch die kleine drauf. Mal gucken, ob wir ausgelacht werden oder nicht. Wie gesagt, meine allererste Runde im E100, wo ich die kleine auch noch drauf hatte, das war eigentlich fast schon eine Vorzeigerunde. 5000 Schaden gemacht, 5000 Schaden abgewehrt, Meisterabzeichen direkt in der ersten Runde drauf geklatscht. Habe ich mir eigentlich schlimmer vorgestellt, den Panzer, zu dem Zeitpunkt. Mittlerweile weiß ich, warum der sowas von out of meta ist. Wenn du relativ kompetente Spieler im Gegnerteam hast, die ihre Panzer einzusetzen wissen, dann machst du eine Position nicht wirklich lange mit dem. So, da haben wir jetzt schon eine Glory S5 und einen Chieftain. Gegen die S5 zu pieken wäre jetzt das kleinere Problem. Da haben wir einen 57 Heavy und einen E100. Die Batterien des Controllers sind beinahe leer. Tja, jetzt heißt es natürlich Glück haben, aber kein Glück haben. Komm nochmal vor, Kollege. Oh, er fährt auch noch ein Stück zu weit, ey. Jetzt müssen wir natürlich zusehen, dass wir ein bisschen anwinkeln nach vorne. Vielleicht können wir ja ein oder... Die E7 fährt jetzt natürlich schön vor den Schuss. Aber wir holzen erstmal durchs Auto durch. Jetzt hat der Chieftain da natürlich gepiekt. Jetzt müssen wir hier erst einmal die Kollegen hinter uns ein bisschen verarzten, wenn ich das richtig sehe. Alles klar, der pennt mich. Alles andere als cool jetzt die Position. Ich muss versuchen, in die Mitte noch reinzukommen jetzt fix. Dafür muss ich jetzt leider den Kollegen opfern. So, jetzt schieben wir hier den 60 TP noch ein wenig vorwärts. Kriegen hier vom Chieftain noch einen in die Seite. Dürfen aber jetzt schnell genug nachgeladen sein. So, der Kollege bounced an uns. Jetzt können wir hier versuchen, den Chieftain erstmal auf uns selber zu binden. Reload-technisch sehen wir gegen den Chieftain natürlich ein bisschen älter aus, aber wenn man das relativ gut mit dem Anwinkeln hinkriegt. Der man nicht so viel tanzen würde und jetzt nicht noch Support kriegen würde, wäre das hier gar nicht so schwierig. Gut, das Mäuschen hat jetzt nicht so die beste DBM. Ich muss die Ketten wieder drauf kriegen. Danke, Chieftain, dass du den abgefangen hast. Nee, da sollen die Kollegen dich mal machen. Da habe ich jetzt nämlich keine Zeit für.
Ja, wenn man ein bisschen wiggelt, dann kann man mit dem E100 schon ein bisschen was abwehren. Ist aber schon eine Kunstsache auf jeden Fall. Es kostet mich gerade echt ein bisschen Anstrengung hier mit dem Teil. Weil sobald du eine gerade Fläche hast, ja, wird hier überall durchgeholzt. DBM-technisch natürlich mit der kleinen Kanone, ja, für 490 Alpha, 11 Sekunden nachladen, geht schon, sage ich mal, ist jetzt aber auch nicht die Welt. Ja, von denen werden wir jetzt wahrscheinlich eh nichts mehr abbekommen. 3400 Schaden gemacht, 2000 abgewehrt. Für mich reicht es schon eigentlich in dem Panzer. Weil die kleine Kanone ist dann auch wirklich nicht angsteinflößend für den Gegner. Sag mal, 10 Schuss abgegeben, 8 gepennt, 3, 4 gemacht, 140 unterstützt, 2000 abgewehrt. Wir gucken mal, was noch so geht. So, Freunde, wir sind mit dem E100 auf Wadi, Standardgefecht. Ja, 10er Lobby, größtenteils mit 9,8 aufgefüllt. Mit der kleinen Kanone noch. Wir haben jetzt hier einen 9er Arti mit einem Leo im Schlepptau. Brauche jetzt aber mit dem Haufen nicht nach oben in die Dünen fahren, da wäre ich locker eher gespottet und zusammengeschossen. Nach links oben brauche ich auch nicht wirklich fahren, also habe ich eigentlich nur eine Möglichkeit hier, oder? Insofern man davon ausgeht, dass die gegnerischen Spotter ihr Zeug drauf haben. Ja, der oben hätte mich jetzt nämlich schon mal gespottet. Würde ich da jetzt langfahren, würden die TDs und die Arti vielleicht hochaimen. Ich versuche hier einfach mal zu pieken. Vielleicht kann ich hier einen kleinen Crossshot machen. Der andere Scout von uns hat sich jetzt auch endlich mal bewegt. Fährt jetzt aber hier bei uns mit rein, was jetzt schon relativ spät ist, finde ich. Hat er sich auch schenken können. Währenddessen habe ich schon den PDA da drüben nämlich aufgemacht. Und da steht eine 8er Foch. So, den Konk haben wir aber aufgehalten. Jetzt kriege ich natürlich Querfeuer vom PDA da drüben. Auch starkes Ding von unseren TDs, dass die nicht weiter vorfahren. So, was willst du jetzt machen? Da steht ein 183. Das ist voll für einen Hugo eigentlich da, jetzt lang zu fahren. Wir haben keinerlei Map Control, nichts. Wir haben da hinten den 57 Heavy, der hinten campt. Hier der WT haut schon ab. Da hinten den T30, der Holdown spielen könnte, der auch nicht wirklich Initiative zeigt. Wir sind map-technisch hier eigentlich schon richtig schlecht dran. Da oben haben wir noch einen Machine, der jetzt aber abhauen kann. Oder? Ja, hätte gedacht, in dem Moment fährt er jetzt gerade vielleicht da hoch. Ah ja, das Team zeigt hier nicht wirklich den Willen, dass es mit angreifen will. Was machst du in so einer Situation? Hoffen, dass die Runde schnell vorbeigeht auf jeden Fall. Da oben ist jetzt auch noch ein Panther 2 gespottet. Ah, dem dürfen wir jetzt noch mal eine mitschenken. Da steht ein Kranwagen, der natürlich Holdown und auch das übelste Biest ist. Wir haben hier noch einen S-Konk jetzt in der Gasse, wo ich aber sehr froh wäre, wenn er sich droppen lassen würde, damit ich hier nicht alleine stehe.
Ich brauche mir jetzt hier auch nichts vormachen. Ja, ich track den natürlich nur, den Scout. Standardmäßig. So, und der andere Scout, der fährt jetzt natürlich. Er hat so ein Schwein gehabt. Ja, jetzt kommt da natürlich ein 60 TP und ein E100. Ah, und der Kinderwerfer. Jetzt haben wir hier natürlich richtig die Glückwunschkarte. Die warten jetzt eigentlich nur darauf, dass wir hier vorpieken. Wir kriegen aber auch gleich von links Besuch. Läuft alles sehr optimal für uns nicht. Gucken wir, ob wir eher links was machen können. Auf den Kranwagen vielleicht. Ja, der verschwindet jetzt auch in der Düne. Maschine hat sich gerade ein bisschen zu sehr drauf verlassen, dass wir nicht pieken. Also die APCR ist halt schon auch ein kleiner Vorteil auf der kleinen Kanone, aber. Ja, was machst du in so einer Situation noch, ne? Da machst du nicht viel. Kannst noch ein bisschen Schaden maximieren, aber das war's dann auch schon. Kann jetzt hoffen, dass ich vielleicht den Kinderwerfer nochmal rauskriege, weil von 60 TP den Schuss kann ich bouncen. Wenn er mir jetzt nicht so dämlich vor den Schuss fahren würde hier. So, darf ich den Kollegen nämlich auch noch rausnehmen. Und dann kam die Arti. Ja, ihr seht schon, ist wirklich schwierig mit dem Panzer da jetzt eine gute Runde zu performen. Weil du kannst ihn halt in vielen Lagen kaum noch gegen aktuelle Panzer einsetzen. Tja, und mit so einer Runde stehst du dann halt auch noch ganz oben, ne? 1,99 geschossen, 1,99 abgewehrt. 1,6 unterstützt. Kombiniert also 3500 gemacht. Hat sich das Team auch wirklich nicht mit Ruhm bekleckert. Also ich meine, so ein 430 Uhr mit 1200, nur 7,5 Chevy, Rheinmetall-Panzerwagen, Machine, S-Kong. Eigentlich die ganzen Zehner, Alter, die eigentlich alle, wirklich alle durchweg besser sind in meinen Augen als ein E100, haben schlechter abgeschnitten. Und im Gegnerteam, ich meine, die haben sich jetzt hier gut, der FVB hat sich gut verkauft, der Kranwagen, aber der Rest, die haben sich halt mehr die Zähne an den ausgebissen. Ja, was will man da noch sagen? Er ist halt wirklich, ich muss auch noch ein wenig üben mit dem, wie gesagt, ich habe den jetzt erst neu in der Garage. Es klappt relativ schon mit dem Abwehren, aber er ist halt für manche Situation einfach nicht gemacht. Ich würde sagen, wir gehen in die Runde mit der großen Kanone. So Freunde, wir sind Ehrenberg, Standardgefecht, 10-9er Lobby, volle Begeisterung mit dem Haufen Schrott hier. Was willst du da machen?
Auf der Karte, Alter, hast du eigentlich schon verloren. Eigentlich könnte ich mich auch ins Wasser fahren und ersaufen und einen anderen Panzer wählen. Da würdest du alles richtig machen, anstatt mit dem Haufen Müll jetzt hier rumzugurken. Ich bin schon mega angefressen einfach von dem Dreckstank hier, wirklich. Das ist einfach nur abnormal, ey. Kannst mit dem E100 heutzutage in der jetzigen Meta kannst du keine Gefechte mehr fahren. Es ist alles nur noch auf schnell, mobil ausgelegt, so hoher Alpha, kurzer Reload, also möglichst hoher Alpha für kurzen Reload, so WZ-like. Und das war's dann auch schon. Hier jetzt hier einzielen, Schuss, nicht mal angekommen beim Gegner, Alter. Sauber, Alter, sauber. Und die Panzerung, da lädt einfach jeder dann auf Premium und dann durchschlägt er dich trotzdem. Also die juckt hier auch kein Schwein mehr. Diese angebliche Panzerung zumindest. So, und auf Ehrenberg, da verliert ja grundsätzlich eigentlich der, der sich als erstes bewegt. Der Chieftain dort, ja, ist klar. Der Schuss ist verhungert, da habe ich die Treibladung vergessen wahrscheinlich, keine Ahnung. Also die Runde jetzt, egal wie die ausgeht, Alter, die kommt mit ins Video, weil das ist einfach nur traumhaft, wie man mit dem E100 spielen kann in heutigen Metas. Das ist mir relativ Wurst jetzt. So einen schlechten Panzer habe ich schon lange nicht mehr aufgenommen. Alter, die Kugel, die kriecht hinterher beim Gegner. Wie früh willst du denn da noch abdrücken, ey? Ich würde mich jetzt eigentlich hier zwischen den Häusern da so ein bisschen platzieren, um Crossshots mitzubringen. Wenn die ganz außen lang fahren, da kann ich da hier auch nichts machen. So, was willst du jetzt in so einer Situation machen? Jawohl, die haben noch eine Badget-Arty. Jawohl, und ich track die Runo. Auf solche Schüsse wartet man dann. Ja, der Chieftain, der ist gleich wieder nachgeladen. Aber ich schaff's noch rüber. Wahnsinn. Ich darf noch auf die Seite crossen, wo er ist. Vielleicht darf ich den ja noch als Schaden jetzt mitnehmen. Da steht auch noch ein FV Full Life. Auch cool.
So, nur meine Kette. Aber mein Turm ist eh schon blockiert. Der zweite Chieftain steht auch schon hier. Vielen Dank für die Blumen. Einfach mit RBR-Thema versucht, hat aber leider nichts gebracht. Er geht halt auch einfach nicht auf dort. Dann haben wir noch den Chieftain jetzt nochmal aufgemacht. Wäre cool, wenn unser Team jetzt mal da ein bisschen Karacho geben würde, dass der da mal wegkommt. Jawohl, die Runde entwickelt sich jetzt sogar noch zu einer Top-Runde oder was. Ich glaube, ich werde behindert. Das ist jetzt einfach gerade ein schlechter Scherz. Jetzt sind die Gegner hier der retarded as fuck oder was. Ja, die Universallösung einfach in der Mitte durch die Stadt fahren und alles wird gut. Hat geklappt auf jeden Fall. Ein 2-1 abgewehrt, ist okay. 1-3 unterstützt, 3-1 geschossen, heißt 4-4 kombiniert. Ich bin voll zufrieden mit der Runde, einwandfrei. Der E-100 ist so ein Top-Panzer, ich kann ihn euch nur allen empfehlen, wirklich, der macht so viel Spaß. Ihr werdet es nicht bereuen. Der Grind ist auch überhaupt nicht anstrengend oder so, oder sonst irgendwie ähnliches. Das ist halt wirklich einfach nur ein Top-Tier. Heavy, jawohl, Hauptsache du musst ihn jetzt noch blockieren, du dummer Affe. Mit deiner scheiß Kanone, ey. Hauptsache immer schön vor den Gegner stellen, Alter, und den Schilden. Meine Herren, ey. Ja, ich bin zufrieden. 10 Schuss abgegeben, 4 gepennt, Alter, mega gut, ey, die Kanone, perfekt, Alter, besser als eine Grille, 3-3 geschossen, 1-7 unterstützt, 2-1 abgewehrt, Alter, der ist so OP, besser als ein S-Kong, wirklich, holt euch den alle, kauft den, lasst mich nur in Ruhe damit, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß und bis zum nächsten Video.